Hallo und herzlich willkommen auf Evo2KTV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WWE2K19, das Universe. Wir machen weiter, wir haben jetzt in 3 Tagen sehen wir Money in the Bank. Es geht also richtig zur Sache. Wir haben bald den ersten Pay-Per-View, wo dann auch mal Spannung hier reinkommt. Wer wird den Koffer gewinnen? Wer wird das Ganze für sich entscheiden? Ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, aber jetzt legen wir erstmal hier mit Raw los. So, Bray Wyatt gegen Dean Ambrose, es setzt sich Bray Wyatt durch. Victor trifft auf Bobby Roode, es setzt sich Bobby Roode durch. Dann haben wir Dolph Ziggler trifft auf Baron Corbin, es setzt sich Dolph Ziggler durch. Nia Jax gegen Bayley, es gewinnt Bayley. Seth Rollins trifft auf Titus O'Neil, es gewinnt Seth Rollins. Braun Strowman gegen Finn Balor, es gewinnt Braun Strowman. Und Ronda Rousey gegen Alexa Bliss im Main Event, es setzt sich Ronda Rousey durch. So, gucken wir in die News rein. Da ein flüchtiger Wortwechsel zwischen Victor und Bobby Roode in ihrem Singles-Match entfachte die Flammen der vorherigen Rivalität. Uninteressant. Ja, die haben wir auch noch hier. Spaßige 7 Wochen. Braun Strowman gegen Ambrose eventuell. Baylor gegen Lesnar eventuell. Championship-Ranking gucken wir auch nochmal rein. Weil da vieles sich eigentlich nicht verändert hat. Eigentlich wieder gar nichts. Ich verstehe das einfach nicht. Na gut, dann gehen wir auch direkt mal zu SmackDown rüber. So, dann haben wir AJ Styles, Rusev, Rey Mysterio und Big Show in einem Fatal 4-Way Match. Ich denke mal, das könnten wir uns heute doch mal schön angucken. So, SmackDown Live. I am phenomenal. Jetzt noch Jam. Ah, ich habe das mit dem Evo-Wurst verwechselt. Stimmt. Ja, komm, das skippen wir, das kennen wir ja schon. Rusev Machka. Happy Rusev Day. Das war auch Rusevs beste Entscheidung, sich die Haare kurz zu schneiden. Ey, aber man muss schon sagen, mit den langen Haaren hat er schon was Barbarisches an sich gehabt. Rusev Day, Rusev Day. Und 619. The legendary Rey Mysterio. Ich sehe, ey, mich würde interessieren, wie viele verschiedene Masken Rey Mysterio in seiner Karriere schon hatte. Und wie viele er davon auch noch besitzt. Wenn von dem alle Masken irgendwie so auf einem Haufen liegen würden, der könnte aus 200 Metern runterspringen, der wird weich landen. Vorausgesetzt, er landet da drin. So, und Big Show. Der Mann, der sein Comeback gefeiert hat. Wo einfach jeder wusste, als er zum Ring kam, als The New Day da war, dass er sich auf jeden Fall gegen The New Day stellen wird. Das war entweder so der typische Big Show Heel Turn. Ich glaube, der muss schon selbst drüber lachen. Wenn die Booker immer sagen, hey, hier, du machst einen Heel Turn, der findet das schon selbst witzig. Aber auch mal ganz ehrlich, guckt euch, wie Big Show aussieht. So ein Riese kann doch kein Face sein. It's the Big Show. Na, schauen wir mal, wie big die Show heute wird. So, Ray mit AJ Styles. Und Rusev nimmt sich direkt mal Big Show vor. Wenigstens die realistischste Begegnung, die wir momentan hier haben. Weil wenn jetzt hier so ein Rey Mysterio auf Big Show gegangen wäre, das hätte ich jetzt nicht so toll gefunden von der KI her. Spin kick to the midsection.
Und das ist wieder das typische Fatal 4-Way Match. Draußen kloppen sich zwei und im Ring wieder ebenfalls zwei. Da gibt es den Kick von Ray gegen AJ Styles. That's either sheer genius or complete stupidity, Cole. Was kann man hingucken soll vor lauter Spannung. Ich will aber hier einen Big Show Sieg heute sehen. Wenn er hier sein Comeback gibt, dann kann das ja nicht so belanglos sein. Er muss hier gewinnen. It was a special fatal four-way elimination match to crown a new universal champion. Victory could only be achieved by pinfall or submission. Either Seth Rollins, Chokeslam. Kevin Owens, Roman Reigns, or Big Cass would leave the new universal champion. Rusev's playing. Hat er gerade über Big Cass gesprochen oder habe ich das gerade falsch verstanden? The main event field that night on Raw, Seth Rollins, Kevin Owens, Roman Reigns, and Big Cass collided. Wir reden echt über Big Cass, das wundert mich eigentlich, weil der ist ja gar nicht mehr im Spiel dabei. Vielleicht reden die auch über CM Punk, wir wissen es nur nicht. Aber jetzt nimmt er sich Ray vor. So, wir kommen so langsam an den Ring, sehr schön. Beziehungsweise zwei davon. Und Calf Crusher gegen Rey Mysterio. Also das ist Rope Break. Und das ist für mich immer der perfekte Beweis, dass die KI einfach dumm ist. Wie oft immer diese Aufgabegriffe im Rope Break enden. Weil die einfach schon im Rope Break einsetzt. Und Spear von Big Show gegen AJ Styles. Pinfall. Aber AJ kommt bei 1 schon raus. Das ist ein Headbutt. Und Ray fängt's ab. Rusev, er tritt einfach 5-mal vorbei. Also Big Show hat tatsächlich bis jetzt die beeindruckendste Performance. Der Rusev kriegt damit. Anytime a superstar sees an opening for their finisher, they gotta take it, as Byron was saying. Elongating the Rey Mysterio looking for something big. Rusev planted one there. How's that for ferocious? It's like someone hit the repeat button for this move. An impressive back. Der müsste gleich mal einen Finish haben, oder? So, das sieht am Chokeslam aus gegen Ray. Und AJ ist wieder da. Zur rechten Zeit. Big Show definitely starting to crack here. And the Giants wearing down. They'll need to find a way to create some space if he wants to win this fatal four-way match. I'm really disappointed in what we're seeing from him here tonight. Heading in, I really thought he had a chance of winning this fatal four-way match. Now, I'm not so sure about that. Ja, AJ jetzt. Ich denke mal, Ray wird gleich gepinnt. Der frisst ja gerade alles hier. You thought he goes for the cover. Jo, und da ist das Match rum. AJ Styles pinnt Rey Mysterio. Der Champion. The face that runs the place. Setzt sich hier durch. Vorarbeit kann man schon sagen, hat Big Show geleistet mit dem Chokeslam, den er erst verteilt hat. Aber dann doch irgendwie, ja, sah schon dann aus, als wäre es kein Problem gewesen hier für unseren Champion. AJ Styles. Believe it or not, that's just the beginning, folks. Stay tuned for more great action. Na gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter.
Haben wir denn noch hier? Randy Orton trifft auf Sin Cara. Es setzt sich Randy Orton durch. Dann Jeff Hardy gegen R-Truth. Jeff Hardy gewinnt Killian Dane und Eric Young gegen Shinsuke Nakamura und Shelton Benjamin, warum auch immer. Da setzen sich auch Sammy durch. Dann Sheamus und Cesaro gegen Karl Anderson und Luke Gallows. Es setzen sich Sheamus und Cesaro durch. Asuka gegen Carmella. Es gewinnt Carmella. Und im Main Event Samoa Joe gegen Aiden English. Es setzt sich Aiden English. Was? Aiden English durch? Okay, alles klar. So, gucken wir die Championship-Rankings rein. Daniel Bryan, der neue Hauptherausforderer. Ja, viel ist hier nicht passiert. Dann gehen wir mal in die Rivalitäten. Haben wir nur eine einzige. 3 Wochen geht den noch. Habe ich die News schon geguckt? Nee, oder? Ja, ist eh nur Becky Lynch, okay. Oh, falsch. Nächste Show. NXT, schauen wir mal, was da passiert. Cassius Ohno gegen Lars Sullivan, es setzt sich Cassius Ohno durch. Dann Kairi Sane gegen Bianca Belair, es setzt sich Kairi Sane durch. Adam Cole, ein, ja, ist der Main Event, dann würde ich sagen, gucken wir uns den heute an. Schwung schnell, einzig ein, los geht's. So, dann sehen wir jetzt auch mal hier den Adam Cole Entrance. Den North American Champion. Undisputed Era. From a journey around the world to bursting on the scene at NXT TakeOver Brooklyn 3, Adam Cole is finally on the big stage where he's wanted to be all along. Gott, der Titel sieht von ihm immer richtig dumm aus. The mission statement has been very simple. Shock the system. So, dann warten wir auf den Herrn Lorcan. Der Uni. Oh mein Gott. Wie das schon dieser Unterstrich Star Destroyer. War wahrscheinlich sein Name, wollte eigentlich Star Destroyer haben, aber war schon vergeben, hat einen Unterstrich eingebaut. It's simple. He'll walk in the ring and punch you right in the face. He don't care. He'll buy you a drink at the bar just so he can use the glass to hit you in the head with. That's a little uncomfortable to hear. Ja, komm. Szene überspringen. There's a lot of pride on the line between these two athletes tonight. Two of the proudest athletes we have ever seen in WWE. And he's a proud guy. That title may not be on the line here, but that doesn't mean he doesn't want to win this match. Rude awakening! Also ich gucke schon zu, nicht dass einer denkt, ich hätte keine Lust zu kommentieren, aber ich immer so schauen hier, was die zwei so abliefern. Ein alter Bug aus 2K18. 2K18. Das Gegeneinanderrennen. Was ist denn jetzt? Hä? Undisputed Era? He's calling for it. Oh mein Gott! Was ist da los? Was ist das? Ist das der Split bei Undisputed Era oder was? Das ist Bobby Fish, oder? Mal gucken. Ja.
Bobby Fish attackiert. Ja, einfach mal Adam Cole. Das kam mal unerwartet, oder? Also das war's, das haben wir so im E-Verse noch nie gesehen. Was macht Lorcan denn? Riecht er an den Schuhen oder was? Ja, Hauptsache sie kommen jetzt beide wieder gleichzeitig hoch. So, Pinfall gegen Cole. Bobby Fish hintergeht Adam Cole. Comes up big with the reversal. His clothesline finds the mark. Looks like he's starting to sweat now. I fully expect him to bounce back, though. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. The good news for him is that he doesn't appear to have Adam Cole with the cover. Only Larkin gets the cover. Nice kick out there. Bringing it back into the ring. Also würde ich mal sagen, vom Überraschungseffekt hat sich die Folge doch heute gelohnt. Zum Glück haben wir uns dieses Match angeguckt. Wir haben jetzt einiges hier, hätten wir einiges nicht mitbekommen. Der Lorcan hier. Der hotteste Typ von NXT bestimmt. Der neue Finn Balor. Every superstar knows that the key to being a perennial main eventer is securing a favorable spot in the weekly rankings. Just like this superstar did this past week. Oh boy, he is wrong. Adam Cole, this is gonna be big. Tell me about it. Make your last shot count. It's heating up now. Corey's absolutely right. Unbelievable move by Adam Cole. Truly spectacular. Ich glaube, Adam Cole wird auch trotzdem gewinnen. Der braucht gar nicht, der Scheißraube angegriffen. Nee, Oli Lorcan kommt nochmal raus. He's got him. You better stay right where he is. Seems to be, guys, like we're just moments away from seeing the. Oh, der geht schief. Herr Cole. Put this match on ice. Right in the mouth. Relent. Enough already. Oney Lorcan is in position. Oney Lorcan hits it. Pinfall. Will he be victorious? Und das Match ist doch um. Oney Lorcan setzt sich dann doch durch gegen Adam Cole, nachdem dieser von seinem Undisputed Era Untertan Bobby Fish attackiert wurde. Out of nowhere. Der Grund jetzt bestimmt hier Oney Lorcan Stable. So Disputed Era oder sowas. Naja gut. Wenn ihr feiert, bin ich mal auf das gespannt, was gleich in den News drin steht. So, ich meine, Roderick Strong in der Promo wird von Pete Dunne unterbrochen und Johnny Gargano wird von Alistair Black unterbrochen. Dann gucken wir mal in die News. Was haben wir denn da drin? Johnny Gargano rief den Champion in den Ring, um ihn von Angesicht zur Rede zu stellen. Alistair Black folgte der Aufforderung und spielte beim verbalen Schlagabwehr über das Mikrofon eine Weile mit, zeigte dann aber seine wahren Absichten mit einer Attacke auf den Herausforderer, als dieser es am wenigsten erwartete. Oh, Alistair Black ist neuer Heel. Durch seine Enttäuschung motiviert Roderick Strong den Superstar raus, der ihn vor kurzem auf die Verliererseite gebracht hat. Da steht nichts dazu. Was ist das denn bitte? Es steht nichts dazu zur Attacke von Bobby Fish gegen Adam Cole. Aber warum auch?
Ist ja egal. Man muss ja nicht alles wissen, ne? Oh Mann. Naja, dann gehen wir mal zu Tour 5 Live. Abschluss der heutigen Folge. So, Hideo Itami gegen Noam Dar setzt sich Hideo Itami durch. Kalisto gegen Mustafa Ali setzt sich Kalisto durch. Und Cedric Alexander mit einer Promo wird von Drew Gulak unterbrochen, aber er setzt sich trotzdem durch. So, das heißt dann jetzt, wir gucken nochmal in die News rein. Da haben wir zwei Sachen. Ein alter Titel loderte neu, nachdem Cedric Alexander seinen ehemaligen Feind in den Ring gerufen hatte. Akira Tozawa kam in den Ring, um beim Match seines Rivalen einen Platz in der ersten Reihe ein. Das hatten wir doch schon mal hier. Also quasi hat er genau das gemacht, was der gute alte Itami gestern gemacht hat. So, hier nochmal die Rankings, aber hier ist anscheinend nichts passiert seit gestern. Na gut, Leute, das war's dann heute wieder mit einer neuen Folge vom Universe. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server, der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts alle verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und auch der Link zu meinem Twitch-Kanal. Ansonsten jeden Tag um 12 Uhr eine neue Folge vom WWE 2K19 Universe-Modus. Das Ganze findet immer um 18 Uhr statt. Um 12 Uhr gibt es immer die Karriere. 15 NHL 19 die DL-Saison mit den Kölner Haien. Um 16 Uhr das Community Universe, das E-Verse, wo ihr auch in der Videobeschreibung ein Video findet, um euch einen Charakter zu bauen. Und ja, quasi, da müsst ihr die Teilnahmebedingungen erfüllen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann wird euer Charakter geprüft und dann schauen wir, ob er den Teilnahmedingungen entspricht. Wenn das der Fall ist, dann wird eben hinzugefügt. Wenn ihr daran Spaß habt, dann lasst meinem Kanal auch gerne mal ein Abo da. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet. Ich bin jetzt raus, bedanke mich bei euch fürs Reinschalten, für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.